Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Hogwarts und treten mal das nächste Gespräch an. Ganz kurz was gucken. Irgendwo oben gab es hier einen Turm. Krankenflügel? Nein. Dann gab es irgendwo anderen Turm. Irgendwo anders einen Turm. Gerade geschaut. Okay. Finde ich leider nicht. Als wir die Kobold-Steine gesucht haben, waren wir irgendwo oben. Um da wollte ich eigentlich hin, hat aber gerade überhaupt nicht funktioniert. Okay. Drüberspringen funktioniert nicht, dann folgen wir gern den Weg. Legen uns mal wieder hier hin. Ein Glück, Wobei dir geht's wir gut. das hier noch nicht so oft gemacht haben. Aber ab und zu warten wir gern und dann schmeißen wir uns irgendwo hin. Da bist du ja. Du wirktest vorhin so aufgelöst. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete.
Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen! Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Okay. Ich überlege gerade, was wir machen. Ich dachte, dass das Ganze etwas länger geht. Tut's nicht. Da haben wir ein bisschen Zeit. Mission könnte vielleicht ein bisschen lang werden. Dann gehen wir einmal nach Hogsmeade. Verkaufen ein bisschen Kram. Vielleicht finden wir noch was Interessantes und Spannendes, was wir mit kaufen können. Ansonsten. Hengis von Woodcroft wusste, wie man Stinte plant. Verkaufen wir mal ein paar Tierwesen. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Oh, kann ich die mitnehmen? Oh. Schade. Na gut. Hier ist auch nichts drin. Dann... Wo wollen wir denn mal hin? Wir gehen mal hier hin. Oh, leicht verlaufen. Morgan Le Fay war nicht so schlecht wie Ihr Ruf. Hallo. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Okay. Hier brauchen wir nichts. Zeitweise war das mit dem Geld echt schwierig. Läuft aber gerade. Schau mal auf. Okay. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. So, was können wir denn jetzt noch machen? Wir hätten noch ein bisschen was zu suchen. Können wir hier? Nee. Sieht nicht so aus. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Okay. Aber brauchen wir eigentlich auch nicht den Besen, den wir haben. Den finde ich ganz gut. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Da fehlt mir jetzt nichts, was ich brauchen würde. Der passt. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Auch er hat gar nichts mehr zum Kaufen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Dann nicht.
Dann machen wir für heute Schluss und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.